Ist mit dem Tod alles aus oder gibt es ein Leben nach dem Leben? Und können wir darüber etwas wissen? Werden wir gar wiedergeboren? Und wenn ja, wie? Der Tod und die Hoffnung auf ein Leben danach beschäftigt die Menschen seit jeher. Man kann sagen, im Wesentlichen gibt es zwei theologische Vorstellungen, was unsere Existenz nach dem Tode betrifft. Das Modell ewiges Leben und das Modell Wiedergeburt. Vorstellungen, die in den verschiedenen Kulturen und in der Geschichte der Menschheit immer wieder vorkommen. Widersprechen sich diese beiden oder sind sie einander näher, als wir es zunächst wahrhaben wollen? Norbert Bischofberger hat Michael Vonbrück an den Sternstundentisch geladen. Vonbrück ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität München, vor allem aber auch Yoga- und Zen-Lehrer. Michael Vonbrück, gibt es ein Leben nach dem Leben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn wir das wüssten. Die Menschheit, soweit ich die dokumentierte Geschichte kenne, stellt sich diese Frage, und zwar in sehr verschiedener Weise, in verschiedenen Religionen. Sie versucht Antworten, sie versucht plausible Antworten zu finden, aber genau wissen wir das nicht, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Wir haben uns vorgenommen, ja über ewiges Leben einerseits, über Reinkarnation andererseits zu sprechen und zu schauen, wie könnte beides zusammengehen. Sind es zwei ganz verschiedene Entwürfe oder haben sie etwas miteinander zu tun? Was können wir wissen über das Leben nach dem Leben? Gibt es etwas, das wir wirklich wissen können? Was können wir wissen? Wir können natürlich wissen nur aus Beobachtung und aus Schlussfolgerungen, die wir aus Beobachtungen ziehen. Ich spreche gern von vier Quellen des Wissens in Bezug auf die Frage, die Sie stellen. Das eine sind die Überlieferungen der Religionen. Die sind nun mal da. Da haben wir haufenweise. Da haben wir haufenweise und sehr verschiedene. Mhm. Nicht nur Fragen nach der oder Antworten in Bezug auf ein ewiges Leben oder ein Leben der Seele, das dann in Ewigkeit weitergeht, also ohne Zeit. Wir müssten uns ja noch genau darüber unterhalten, was Ewigkeit bedeutet, sondern auch ganz unterschiedliche Reinkarnationsvorstellungen oder Wiedergeburtsvorstellungen, wir brauchen jetzt mal den Begriff im gleichen Sinne. Das ist klar, soweit wir Religionen kennen, und wir kennen sie ja vor allem eben aus Grabbeigaben, aus der Archäologie, die nahelegen, die Menschen haben ein Leben nach dem Tod, wie auch immer, erwartet. Sonst hätten sie nicht diese... Haben damit gerechnet. Das muss man nicht auf die Goldwaage legen, man muss nicht sagen, das ist so und deshalb gibt es ein Leben nach dem Tode, aber es ist zumindest die Erwartung der Menschheit gewesen und ist zum großen Teil natürlich auch heute noch. Ob diese Argumente, die man gebracht hat, plausibel sind, muss man natürlich im Einzelnen prüfen. Nur um es zu präzisieren, sprechen wir von Modellen, Vorstellungen oder können wir auch im naturwissenschaftlichen Sinn etwas dazu sagen? Das ist die nächste Frage. Das ist ja nun jetzt erstmal nur die eine Quelle und das sind sozusagen historische Gegebenheiten, die dann zu prüfen sind. Die andere Quelle, die ich für sehr interessant halte, ist die eigene Bewusstseinserfahrung. Und in der eigenen Bewusstseinserfahrung können wir Bewusstseinszustände erleben, die, ich sage es mal ganz einfach, zeitfrei sind, nämlich in der Meditation oder in dem, was die humanistische Psychologie Peak Experiences nennt, also Erfahrungen der Liebe, der Ekstase, der auch vollständigen Erschöpfung, etwa beim Bergsteigen oder Laufen. Erfahrungen außergewöhnlicher Bewusstseinszustände, in denen wir vollkommen bewusst sind, aber ein zeitfreies und auch raumfreies Einheitsgefühl haben. Nun ist Folgendes, in der Meditation erleben wir die Hinführung zu solchen tiefen Zuständen in einer Art und Weise, die ganz parallel verläuft zu dem, was wir aus den Sterbeprozessen wissen. Also diese sogenannten Nahtodeserfahrungen. Nahtodeserfahrungen oder Elisabeth Kübler-Ross. Genau, oder wie sie natürlich in alten Kulturen, vor allem natürlich im tibetischen Totenbuch, seit Jahrhunderten beschrieben werden. Und auch transkulturell jedenfalls Ähnlichkeiten aufweisen. Also da öffnet sich ein ganz neues Feld möglicherweise in der Meditation. Gleichwohl, drüben war noch keine, keiner und zurückgekommen ist auch noch keiner. Aber das Argument ist vielleicht dieses, die Sterbeerfahrungen verlaufen in einer bestimmten Art und Weise, enden im Tod, von dem wir nichts wissen, von dem wir nichts sagen können. Die Meditationserfahrungen sind parallel, enden aber nun in einem Zustand, den wir sehr wohl beschreiben können, weil man wieder daraus zurückkommt. Und dieser Zustand ist dies, was ich eben andeutete, die Zeitfreiheit, die Raumfreiheit, das vollkommene Einsseinsgefühl jenseits jeder Bewertungen.
Und es ist vielleicht nicht ganz unplausibel anzunehmen, wenn es solche Bewusstseinszustände gibt, die ja Realität sind, die in einer solchen Wahrnehmung der Wirklichkeit gipfeln, dann wäre es vielleicht auch möglich zu sagen, Sterbeerfahrungen münden in einem Raum oder in einem Zustandsbereich, den wir nicht kennen, den wir auch nicht beweisen können, aber der vielleicht und möglicherweise etwas zu tun hat mit dem, was wir in Meditationen erfahren. Sie bleiben vorsichtig hier. Bevor wir richtig loslegen, noch die Frage, warum stellen wir uns die Frage? Ist es das Erlebnis der Liebe zum Beispiel, das wir verewigen wollen? Ist es die Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen sagen, der hat ein Drecksleben geführt, das soll gesühnt werden, das soll bestraft werden? Sind das die Motivationen? Ich glaube gerade, dass das Letzte, was Sie erwähnen, ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass Menschen ein Leben nach dem Tode, ein Ausgleich nach dem Tode, also irgendeine Existenz dieser Art für notwendig hielten, als ein logisches Argument. Ein Mensch, der hier sehr viel Gutes getan hat, aber offensichtlich ein schlechtes Leben bekommt, muss irgendwie nach unserem moralischen Empfinden ausgeglichen werden und umgekehrt auch ein Mensch, der unendlich viel Übles getan hat, gemordet hat und in Saus und Braus sein Leben verbracht hat, muss in irgendeiner Weise eine Kompensation erfahren. Also dieser Ausgleich, dieser moralische Ausgleich, sei es nun in der christlichen Tradition im Terminus der Vergeltung oder auch dann des Fegfeuers gedacht oder in den indischen Traditionen mit der Vorstellung vom Karma, was sich entwickelt, was ein Energiepotenzial ist, was dann weiter ausgeglichen werden muss, das hat sicherlich ganz wesentlich dazu beigetragen. Also Motivation unabhängig davon, welches Modell dann sich realisiert in den verschiedenen Kulturen. Ja. Fangen wir mal an, ewiges Leben, und gehen wir mal rein. Das ist sicher jetzt mal primär die christliche Sicht, die uns hier interessiert. Also wenn man so ganz pauschal sagen würde, ewiges Leben, dann wäre es so, wir haben ein Leben auf der Erde und dann gibt es eben, so haben wir das wohl alle irgendwann gehört, gelernt, ein individuelles Gericht. Es gibt die Möglichkeit, früher hat man gesagt, Fegfeuer, eine Läuterung. Es gibt auch wohl welche, die in der Hölle landen, was auch immer das dann ist. Und es gibt am Ende aller Tage die Wiederkunft Christi, das letzte Gericht, das man uns ja in vielen Kirchen in die Kuppel hineingemalt hat. Ist das so ungefähr, was man unter ewigem Leben versteht? Ja, man muss unterscheiden. Also zunächst müssen wir fragen, was ist ursprünglich gemeint in der hebräischen Tradition oder jedenfalls in der hebräischen Tradition, wie sie etwa zur Zeit Jesu war und wie sie weitergeführt wurde und was ist dann später in der Kirchengeschichte daraus geworden. Und das ist durchaus unterschiedlich. Zunächst muss man aber fragen, was heißt hier ewig und was heißt hier Ewigkeit? Mhm. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht heutige Vorstellungen oder auch Sprachbilder zurückprojizieren. Im Griechischen heißt das Aion oder im Hebräischen Olam. Das ist nicht einfach die verlängerte Zeit, also Ewigkeit im religiösen Sinne des Judentums, Christentums und übrigens auch des Islam, der natürlich in einem Traditionszusammenhang damit steht, ist nicht einfach die Verlängerung der gegenwärtigen Zeiterfahrung. Das wäre ja vielleicht eher ein Horror, sich vorzustellen, das geht dann immer so weiter. Eben, das wäre dann Himmel oder Hölle. Einfach. Nicht wahr? Mhm. Sondern Ewigkeit ist das, was Zeit und Nichtzeit, also was den ganzen Zeitrahmen sprengt und übersteigt. Es ist also eine Nichtzeit. Oder anders ausgedrückt, man könnte vielleicht so sagen, für die frühen Christen und die Erwartung auch im Judentum um die frühen christlichen Gemeinden herum, Ewigkeit ist die vollkommene Einheit mit Gott. Gott regiert sowohl die Herzen der Menschen als auch die Gesellschaft der Menschen. Es ist eine Gesellschaft, die frei ist von der Spannung oder der Entfremdung vom Ursprung, der Gott ist. Mhm. Und das wäre Ewigkeit im Unterschied zu einer jetzigen Erfahrung der Zerrissenheit, der Fragmentierung im menschlichen Herzen, menschlichen Bewusstsein, was hin und her gerissen wird, ebenso wie in der Gesellschaft, nämlich der politischen Oppression. Alles klar, jetzt kommt die Auferstehung Christi dazu. Sie kommen ja aus der evangelischen Theologie. Ja. Wie würden Sie jetzt die umschreiben? Was heißt jetzt das Auferstehung Christi für uns? Diese Vorstellung der Auferstehung ist ja nicht ursprünglich, also im vorexilischen Judentum verankert gewesen, sondern kommt erst in den letzten Jahrhunderten vor
Beginn der neuen Zeitrechnung vor Jesus ins jüdische Umfeld. Da kommen ganz verschiedene Vorstellungen zusammen, ägyptische, vor allem auch persische. Und das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Jedenfalls bedeutet Auferstehung nicht eine Seele, die ewig weitergeht und der Körper geht zugrunde, sondern bedeutet im Umfeld Jesu und auch dann bei den frühen Christen die völlige Neuschaffung der Welt und damit auch des Menschen als Ganzheit, der Mensch so wie er ist, in seinem Körper, dem, was wir Seele nennen und allem, geht zugrunde, aber er wird neu geschaffen, mit der ganzen Welt neu geschaffen zu einem neuen Leib. Der alte Leib, Paulus beschreibt das, wird als Soma Sarkikos, als sarkischer Leib verstanden. Das ist der Leib in der Entfremdung von Gott, Körper wie Geist. Und der neue Leib ist der Soma Pneumatikos, also der geistliche, der pneumatische Leib, wenn man das wörtlich übersetzt. Und das ist eine Neuschaffung, in dem, ja, ich kann nur wiederholen, Gott das Zentrum ist. Sowohl des leiblichen, auch als des seelischen Lebens. Eben, das klingt jetzt sehr schön. Aber kann ich mir darunter etwas vorstellen? Also wird das heißen, dass zum Beispiel die positiven Erfahrungen, die ich hier mache, wir haben ja von Erfahrungen der Liebe, Erfahrungen der Gerechtigkeit gesprochen, dass die irgendwie weitergehen? Oder endet da unsere Vorstellung? Das Problem ist genau dies. Die Frage, wie ist jetzt die Kontinuität zwischen dem alten und dem neuen Leib oder der alten Existenz und der Auferstehungsexistenz, die wird, Paulus ist ja derjenige, der darüber nachdenkt, also im ersten Thessalonicher Brief und auch im ersten Korintherbrief, die wird eigentlich nicht beschrieben. Was diese Kontinuität ist, wie sie gedacht werden kann, ontologisch, philosophisch gedacht werden kann, wird eigentlich in der alten Kirche erst seit Origenes, also um 200 nach Christus, thematisiert. Und diese Theologen, die es dann versuchen zu denken, tun es in neuplatonischen Kategorien. Also in der Art und Weise, dass man denkt, es gibt eine feinstoffliche, geistige Substanz und die geht weiter und wird dann nur innerhalb neuer körperlicher Welten neu konfiguriert. Aber da gibt es also eine gewisse Kontinuität bei großer Diskontinuität. Also das scheinen verschiedene Modelle im Spiel zu sein. Richtig. Ich habe hier den Erwachsenenkatechismus jetzt von katholischer Seite mitgebracht. Da steht, der Tod bedeutet die Trennung von Seele und Leib. Während der Leib im Tod verfällt, wird bei Menschen, die im Stand der Gnade sterben, die Seele in die ewige Gemeinschaft mit Gott aufgenommen. Gibt einen Zusatz, man kann diese Lehre freilich nur dann richtig verstehen, wenn man ernst damit macht, dass die Seele nicht ein Teil des Menschen neben dem Leib ist, sondern das Lebensprinzip des einen und ganzen Menschen, modern formuliert, sein Ich, sein Selbst, die Mitte seiner Person. Schwierige Formulierung, da sehen Sie ja auch einen Widerspruch. Einerseits, es wird präzisiert dann, oder? Ja, aber widersprüchlich präzisiert. Ja. Denn einerseits steht, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ich kannte den Text vorher so nicht, dass Seele und Leib getrennt werden, dass also der Körper verfällt, das war der erste Satz. Was wir und die Seele, sehen können. Was wir sehen, und die Seele, die im Stand der Gnade ist, was immer das heißt, wird dann in die Ewigkeit, in die Gemeinschaft mit Gott gebracht. Andererseits, im zweiten Teil dieses Zitats heißt es, Körper und Seele können gar nicht ganz getrennt werden. Da sehen Sie einen Widerspruch, der die ganze europäische Geschichte durchzieht. Können nicht getrennt werden, das ist das jüdische Erbe. Die Trennung von Seele und Körper ist das platonische Erbe. Mhm. Denn Platon hat diesen Dualismus vererbt, indem er sagt, der Körper vergeht, der Körper ist zeitlich, der Körper ist unwesentlich, der Körper und ist ein Gefängnis der Seele. Dieses Konzept wurde dann in der christlichen Tradition mit aufgenommen, mitverarbeitet. Nicht, um eben auch plausibler zu machen, wie kann diese Kontinuität gedacht werden. Aber es ist der Widerspruch, der bestehen bleibt. Und die moderne Theologie findet eigentlich zurück zur Sprachlosigkeit, sage ich, der Zeit vor der Adaption dieser griechischen philosophischen Tradition, dass wir im Tod bei Gott aufgenommen und bei Gott aufgehoben sind. Ja. Also die moderne Theologie sagt eigentlich inhaltlich wenig oder macht das geradezu zum Topos, zu sagen, wir können darüber nichts wissen. Was wir wissen ist, wir sind in der Gemeinschaft mit Gott, im Stand, wie es hier heißt, der Gnade, also auch begabt mit der, also geschenkweise begabt, mit der gnadenhaften Präsenz Gottes, einer geistigen Realität. Und das soll uns genügen. Das ist eine Kraft und eine Gewissheit, die
über Leiden, Tod in diesem Leben und auch jenseits dieses Lebens hinausträgt. Da ist ja die Religionskritik angekommen, oder? Dass wir keine Raum- und Zeitkategorien haben, um darüber zu sprechen, richtig, was nachher sein natürlich sollte. Aber das Ganze scheint mir bei den Leuten noch nicht angekommen. Richtig, ich glaube, diejenigen, und das sind ja immerhin noch nach Umfragen, wenn die denn was aussagen, MNIT und so weiter, etwa 40% der Bevölkerung hier in Mitteleuropa oder 30, wie auch immer, die also an ein Leben nach dem Tode glauben, glauben meistens im Sinne dieser platonisch-dualistischen Vorstellung, der Körper verfällt, die Seele aber, was immer das dann ist, personales Zentrum, und hier kommen wir ja dann in fast poetische Beschreibungen, die wenig exakt sind, die Seele aber geht in irgendeiner Weise weiter, denn sie hat in sich schon die Qualität, unsterblich zu sein oder jedenfalls im göttlichen Geist aufgehoben zu sein. Aber ich sage nochmal, das ist eher die griechisch-platonische Vorstellung als die der radikalen Neuschöpfung, wie sie etwa im Neuen Testament bei Paulus deutlich wird. Sie interessieren sich ja stark auch für die Naturwissenschaften, vor allem für die Hirnforschung. Gibt es aus der Hirnforschung Hinweise, die Präzisierungen für dieses ewige Leben, für diese Vorstellung ergeben könnten? Das glaube ich nicht. Es gibt Hinweise weder in die eine noch in die andere Richtung, diese Frage zu beantworten, weil das, was wir in der Hirnforschung behandeln, was wir sehen und dann zu theoretischen Konzepten verarbeiten können, ja nur in einem ganz bestimmten Rahmen gefragt ist. Also diese metaphysische Fragestellung ist ja in der Wissenschaft zu Recht und aus guten Gründen ausgeklammert. Was die Hirnforschung zeigt, nur jetzt gerade in den letzten Jahren durch die bildgebenden Verfahren, ist erstens, dass jeder geistige Eindruck im Gehirn in irgendeiner Weise verarbeitet wird und jeder geistige Ausdruck im Hirn ein entsprechendes Korrelat von Hirnaktivitäten, die verteilt sind über die verschiedenen Areale des Gehirns, seine Entsprechung hat. Und dann kann man sehen, hier sind also bei einer bestimmten emotionalen oder auch denkerischen Konfiguration, also bei einem bestimmten Gedanken, einer bestimmten Hoffnung, einer bestimmten Emotion, diese und jene Zentren beteiligt. Und wenn die ausfallen, kommen andere Ideen und andere Gedanken zustande. Mit anderen Worten, jede Idee, die wir haben, jede Vorstellung der Welt, auch die Vorstellung von der Hirnforschung, also von den exakten Naturwissenschaften, ist natürlich im Gehirn kodiert, nirgends sonst. Und ganz genauso natürlich die Vorstellungen von Gott, von ewigem Leben und so weiter. Damit ist aber nicht gesagt, was bedeuten diese Vorstellungen und sind sie etwas, was abhängig ist, allein abhängig ist von der materiellen Substanz, und den materiellen chemischen, elektromagnetischen Prozessen, oder geht es um etwas, was sich in solchen Prozessen ausdrückt, aber auch in einem geistigen Bereich von Bedeutung, von Semantik ausdrückt. Darüber kommen wir vielleicht noch. Das ist das wichtigste Problem, was wir hier zu lösen haben. Wie deuten wir Ergebnisse unserer Sinneswahrnehmung? Bei allem Nichtwissen, das die Hirnforschung auch im Moment noch hat, zeigt sich, dass es so etwas wie eine koordinierende Instanz, ein Ich, das also zentral all diese Vorgänge koordiniert, nicht gibt. Bedeutet jetzt das etwas für die Seele oder dieses Konzept? Gibt es da Rückschlüsse? Das bedeutet schon etwas für das Konzept, scheint mir. Descartes ist es ja gewesen, der die Seele oder ein Ich, also ein koordinierendes Zentrum, dann auch irgendwo im Gehirn lokalisieren wollte und damit natürlich ein Bedürfnis entsprach, das wir haben, dass wir das, was wir subjektiv als das Ich, als koordinierende und vor allem auch in uns selbst herrschende Instanz empfinden, nun also gleichsam auch wie einen Herrscher, einen Koordinator, der alle Strippen zieht und sozusagen die Emotionen wie auch die Gedanken kontrolliert und stimuliert, beherrschen kann. Das scheint ausgeschlossen zu sein, jedenfalls nach den Ergebnissen der Hirnforschung, wie wir sie heute haben, sondern danach sind die verschiedenen Hirnzustände, und ich sage jetzt bewusst Hirnzustände, die dann ihr Korrelat haben in entsprechenden Bewusstseinszuständen, die wir auch subjektiv erfahren, vernetzte Strategien, die gleichzeitig überall im Hirn lokalisiert sind, also eher wie ein Netz ausgebreitet sind oder wie überlagernde Netze miteinander korrespondieren und korrelieren und dadurch das erzeugen, was wir zum Beispiel ein Ich-Gefühl, zum Beispiel ein
Gefühl der Entscheidungsfreiheit, ein Gefühl der emotionalen Bewertung und so weiter nennen. Mhm. Also das ist nicht irgendwo ein Zentrum, wo alle Fäden zusammenlaufen, sondern es sind vernetzte, überlappende Energieströme, die in ihren Überlappungen, und man spricht dann ja vor allem von der Synchronizität, wenn also Überlappungen geht, gibt es gleiche Schwingungen, sozusagen Energie verstärken und dadurch einen bestimmten Zustand hervorrufen. Aber auch das wird nur unsere Vorstellungen von Seele, sage ich jetzt mal, präzisieren, richtig, aber nicht eigentlich dagegen sprechen, dass in irgendeiner Form, nein, etwas weitergehen könnte. Seele muss ja nicht bedeuten, ich meine, wir könnten in die Semantik dieses Wortes gehen, das ist ja schwierig genug, Psyche im Griechischen ist nochmal etwas anders, und wenn wir jetzt dann in andere Kulturen gehen, chinesische oder Sanskrit, dann ist es wieder anders. Also Seele ist ja eine Chiffre, ich sage gern eine Metapher für die Gesamtheit und natürlich auch die Einheit, also die koordinierte Einheit dieser verschiedenen Aktivitäten, die wir erleben als mentale Aktivitäten, als emotionale Aktivitäten, als Möglichkeiten zur Entscheidung und so weiter. Bevor wir zur Wiedergeburt weitergehen, was bedeuten diese Entwicklungen jetzt im Bereich ewiges Leben? Ich stelle auch große Verunsicherungen fest für die Trauerriten ganz konkret. Tod und Sterben, oder umgekehrt muss ich sagen, Sterben und Tod sind auf der einen Seite ja immer etwas ganz Subjektives. Ich sterbe für mich allein. Mhm. Nicht wahr? Klassisch biblisch formuliert, nackt bin ich vom Mutterleib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Also ich kann nichts mitnehmen, auch nicht Beziehungen, auch nicht Gemeinschaft. Jeder stirbt und hat einen individuellen Tod. Gleichzeitig sehen wir aber in der Kulturgeschichte, in der Religionsgeschichte der Menschheit, dass der Tod immer auch etwas Soziales ist. Er ist eingebettet in Familienzusammenhänge, eingebettet in soziale, gar politische Zusammenhänge. Tote werden unter Umständen präpariert. Denken Sie an die Pharaonen und natürlich auch in der Moderne, ob es Lenin oder Stalin oder Dimitrov oder Mao sind. Sie sind Symbole der Macht, Symbole der Kontinuität, die nicht einfach an menschliche Übereinkunft gebunden ist, sondern religionsgeschichtlich gesprochen ein Mana hat, eine Kraft. Eben, das war bei uns ja auch alles geregelt, das ist ins Fließen gekommen, es gibt ganz verschiedene Riten, ganz verschiedene Bestattungsformen. Demokratisierung und vor allem der Pluralisierung zusammen. Nicht wahr? Es gibt heute noch genauso viele Sterberiten und, oder Interesse an Sterberiten und das Sterben und den Tod, sagen wir mal ganz einfach, würdig zu gestalten, wie in vorigen Jahrhunderten. Aber es ist nicht mehr eine Institution und eine Form und ein Ritus, der sozusagen das gesellschaftlich Akzeptierte vorgibt, sondern es hat sich pluralisiert, wie alles in unseren Gesellschaften. Das scheint Ihnen keine Angst zu machen. Nein, überhaupt aber nicht. Aber es wäre wichtig, dass Riten stattfinden. Ich erinnere mich an das tibetanische Totenbuch, ja, wo ja genau geregelt ist, wie man Sterbende, wie man auch Tote dann in den Tagen danach begleitet. Das ist natürlich nun etwas, was noch weitergeht als ein bloßer Ritus, der dazu da ist, sagen wir mal, um die Trauerarbeit zu leisten und auch die soziale Einbindung des Toten in einer Weise bewusst zu machen und zu gestalten, wie sie klassische Totenriten oder Sterberiten ja machen. Schauen Sie, ich bleibe mal bei den klassischen. Der Tote stirbt in allen älteren Kulturen, einschließlich sicherlich des Christentums bis, sagen wir mal, zur Aufklärung, aber gleichzeitig hinterlässt er zwar eine Lücke in der Gemeinschaft und die muss irgendwie rituell bewusst gemacht werden, man hat also dann entsprechende Trauerriten. Gleichzeitig geht er aber in den meisten Kulturen in einen Zwischenzustand oder ein Ahnenreich, also zu den Vätern ein und muss in irgendeiner Weise versorgt werden, damit er nicht negativ auf die Gemeinschaft der Lebenden zurückkommt. Da braucht er Unterstützung. Da braucht er Unterstützung, man muss ihm Totengaben bringen, man beruhigt ihn, man betet für ihn. Also all solche Elemente spielen im christlichen Totenritual auch noch eine Rolle. Ja gut, die Messen, die dann noch gelesen werden. Nicht wahr, das geht ja schon im 2. Jahrhundert nach Christus los und hat sich natürlich im Laufe des Mittelalters entwickelt und zwar ganz entsprechend auch den Vorstellungen der Entwicklung von sozialen Gemeinschaften. Aber eben ist das noch aktuell, wenn wir sagen, die Tote ist bei Gott aufgehoben, wir wissen eigentlich nicht, was nachher ist. Wir gehen trotzdem an die Gräber und beten, wir stellen Kerzen hin, wir versuchen mit dem Toten in irgendeiner Weise ins Gespräch zu kommen. Ich kenne viele Menschen und alle Seelsorger und Sterbebegleiter wissen das, die zwar ein sehr vages Verständnis oder ein sehr vages Bild vom, Anführungsstriche, Leben nach dem Tode haben, aber dennoch
mit den Sterbenden und auch den Gestorbenen so umgehen, dass sie doch da sind, dass irgendwie eine Kommunikation stattfindet und dass diesem Gefühl auch rituell Ausdruck verliehen wird. Dass man die Toten einlädt, dass man mit ihnen kommuniziert, dass man Bilder aufstellt und sich in sie versenkt und dergleichen. Also das scheint mir auch in der Moderne, 19. Jahrhundert sowieso, aber auch jetzt im 20., 21. Jahrhundert, keineswegs ausgestorben zu sein. Wenngleich, sagen wir mal, eine rational präzise philosophische Beschreibung dieses Zustandes gar nicht mehr versucht wird, weil man weiß, man kann es nicht wissen. Das wird dem auch nicht widersprechen. Nein, ich glaube, es widerspricht nicht, sondern es sind verschiedene Ebenen des Wissens. Es gibt kein exaktes Wissen, aber es gibt Ahnungen oder Meinungen. Und die müssen auch bedient werden, damit sie psychisch, aber auch sozial sozusagen eingebunden sind. Gut, Wiedergeburt. Also, wir haben von Zwischenzuständen gesprochen. Und Wiedergeburt wird dann bedeuten, ich sage jetzt mal Seele, reinkarniert, wird also in einem Körper wieder inkarniert, lebt wieder auf der Erde. Was ist Wiedergeburt? Wie würden Sie denn das formulieren? Die Kontinuität körperlich-geistiger Zustände über Auflösungen und Transformationen, wie wir sie im Sterben und Tod erleben, hinweg. Dieser Satz müsste genügen. Materialisiert. Die Kontinuität der Einheit körperlich-geistiger Zustände. Materialisiert wäre schon, ich versuche sprachlich genau zu sein, eine Ablösung des Geistigen und dann wieder eine materielle Einkörperung. Also schon so eine Kurve. Das gibt es und das sind bestimmte Wiedergeburtsvorstellungen, können wir noch drüber reden. Aber grundsätzlich allen Wiedergeburtsvorstellungen gemeinsam ist die Kontinuität. Und da würde ich jetzt nicht so eine Kurve machen, sondern so eine Beschreibung geben. Denn es gibt sehr unterschiedliche Wiedergeburtsvorstellungen. Wollen wir darauf mal vielleicht reingehen? Sagen Sie mal kurz, in welchen Kulturen die Frauen verbreitet sind. Wir kennen das natürlich klassisch aus der indischen Kultur, wir kennen es aus anderen Kulturen, aus der griechischen Kultur zum Beispiel, wir kennen es aus indianischen Kulturen, eigentlich rund um den Globus. Mhm. In der europäischen Tradition, ich werde sehr oft gefragt, ist es immer eine Begleiterscheinung der Kultur gewesen, wenngleich die offizielle kirchliche Theologie Wiedergeburt von vornherein abgelehnt hat, weil sie in dieser Form auch in der Bibel nicht vorkommt. Das, was dann von Konzilien verurteilt worden ist, was in der frühen Kirche geglaubt wurde, ist nicht Wiedergeburt in dem Sinne, sondern Vorstellung von der Präexistenz der Seele und so weiter. Also dass vor unserem jetzigen Leben eben zurückgehend auf die griechische Philosophie schon eine Seele Bestand hatte, die dann inkarniert wird, aber nicht im Sinn von mehrmaligen Erdenleben. Richtig. Aber man kann nun vielleicht, und ich muss es ja jetzt sehr stark vereinfachen, vielleicht mal drei Typen von Wiedergeburtsvorstellungen unterscheiden, die jetzt sowohl in Indien als auch mit dem Buddhismus dann nach China und Japan gekommen, also im buddhistischen Bereich, aber auch im europäischen Bereich vorkommen. Die eine Vorstellung ist die, dass es also eine unsterbliche Seele gibt, einen Seelenkern, der mit einem Körper eingekleidet wird und dann ist es die irdische Existenz und wenn dieser Körper, wenn diese Kleidung verschlissen ist, dann zieht die Seele sozusagen neue Kleidung an und das sind Sterben und Tod. Sterben ist das Ausziehen der alten Kleidung, Tod ist das Ablegen dieser Kleidung und dann wird diese Seele neu bekleidet oder der Atman, wie es im Indischen heißt. Solche Vorstellung, das ist wahrscheinlich das Verbreitetste. Das ist eine sehr gängige Vorstellung. Ja. Jedenfalls im hinduistischen Bereich, auch im platonischen, von Plato her beeinflussten griechischen Bereich und so weiter. Die zweite Vorstellung ist vielleicht mit der buddhistischen Vorstellung begriffen. Der Buddhismus glaubt ja bekanntlich nicht an ein Ich, an eine Kontinuität, sondern alles ist vergänglich. Sarvam Anityam, alles ist vergänglich, heißt es im Buddhismus. Natürlich auch die verschiedenen Seelenzustände, die verschiedenen geistigen Zustände. Und dann ist die Frage, was wird was dann eigentlich dann wiedergeboren? Denn die Wiedergeburt ist im Buddhismus selbstverständliche Voraussetzung, in allen Schulen. Und da hat man dann gesagt, oder die ganze buddhistische Philosophie kann begriffen werden als Auseinandersetzung genau mit dieser Frage, was wird eigentlich wiedergeboren? Und da hat man gesagt, es ist die Kontinuität eines Bewusstseinsstromes, der immer weitergeht. Und das klassische Beispiel, was die frühen Buddhisten dafür gefunden haben, übrigens in einer Schrift, in der ein buddhistischer Mönch versucht, einem Griechen, einem griechischen König, das Problem zu erklären, im Melinda Panha,
da heißt es dann, es ist wie wenn eine Kerze an einer anderen entzündet wird. Das ist eine Art Energie, die dann weitergeht. Ein Energietransfer, nicht? Die Kerze 2 ist auf der einen Seite natürlich verschieden von Kerze 1, auf der anderen Seite ist aber dieser Energieimpuls und dieser qualifizierte Energieimpuls derselbe. Also es ist beides. Das wäre das zweite Modell. Und das dritte Modell finden wir nun in einigen indischen Philosophien, im Vedanta veranlasst, klassisch formuliert bei Shankara, aber auch schon eben in den Upanishaden angelegt und auch in der Bhagavad Gita. Also das ist eine der vielen indischen Traditionen. Genau, eine der, wir könnten sagen, nicht-dualistischen Traditionen. Die frühen Upanishaden gehen auf das, bis auf das 8. vorchristliche Jahrhundert zurück. Ein wichtiger Text ist die Bhagavad Gita, bekannt. Nicht wahr? Die ungefähr, sagen wir, zwischen 200, 300 vor Christus und 300 nach Christus entstanden sein muss und dann systematisiert wird. Ja. Und dort ist nun die Vorstellung, ja, wenn es viele einzelne Seelen sind, die sozusagen von Körper zu Körper gehen, dann hätten wir ja ein pluralistisches Universum. Die tiefere geistige Erfahrung und auch die philosophisch reflektierte Theorie, wie sie diese Philosophie entwickelt, ist aber, dass es einen Atman gibt, diese eine Seele, dieser eine geistige Grund der Wirklichkeit ist ungeteilt. Also kann es nicht viele verschiedene, sozusagen plurale Universa geben, sondern es gibt eine geistige Substanz, die immer wieder sich in verschiedenen Lebenswirklichkeiten, Universa wie einzelnen Körpern und so weiter manifestiert, kontinuierlich manifestiert. Und deshalb heißt es dann bei Shankara, in Wirklichkeit werden nicht viele einzelne Seelen wiedergeboren, sondern in seinem Kommentar zum Brahmasutra, Satyam Neshwarat Anyah Samsari, in Wirklichkeit wird kein anderer als der Herr, der persönliche Gott, immer wiedergeboren. Das heißt, es ist Gott, der sich immer wieder inkarniert in den verschiedenen Zuständen der Wirklichkeit, einschließlich der Menschen und menschlichen Existenzen. Ich schmunze jetzt natürlich, weil wenn wir jemanden fragen würden, was sie oder er unter Reinkarnation oder unter Wiedergeburt versteht, und die Umfragen zeigen, dass bei uns im Westen zwischen einem Viertel und einem Drittel der Menschen angeben, an Wiedergeburt zu glauben im Sinn von mehrmaligen Erdleben, dann würden die ja was ganz anderes sagen. Die würden sagen, ja, ich habe mehrere Leben auf dieser Erde als tolle Möglichkeit, weil mir eine Existenz nicht genügt, vielleicht als Ausgleich, weil es ungerecht ist, dass ich ein so schlechtes Leben habe. Ich will eben eine zweite Chance haben, das hat dann damit überhaupt nichts zu tun. Schauen Sie, da ist natürlich ein Unterschied in der gegenwärtigen, sagen wir mal, im gegenwärtigen Mythos von Reinkarnation in Europa, in den Kreisen und Studien, die Sie zitieren, und den klassischen indischen Anschauungen. Für moderne Europäer ist es eine Frage des Selbstgefühls. Es hat mal einen berühmten Musiker gegeben, ich will den Namen nicht nennen, der gesagt haben soll, ich kenne es auch nur vom Hörensagen, ich bin so bedeutend, in mir ist so viel das kann nicht reichen, Energie, einmal. Das kann nicht einmal reichen, das kann nicht einfach verschwinden. Also es ist das Selbstbewusstsein des modernen Ich, das sich ewig sofort entwickeln möchte. Und von daher ewig oder sagen wir in verschiedenen Inkarnationen immer weiterleben möchte. Die indische Vorstellung ist ganz anders. Dort ist ja der Samsara, der Geburtenkreislauf, das ständige Umherwandern und Wiederkehren etwas Leidvolles. Aus dem man ausscheiden soll. Man möchte heraus, man möchte in die vollkommene Einheit mit Gott oder mit dem Absoluten, mit dem Brahman, wie es in der indischen Tradition heißt. Und das ist ja gerade die spirituelle Reife des Menschen, auch das spirituelle Ziel des Menschen, aus diesem ständigen Eingekörpertwerden in der Zeitlichkeit herauszukommen, dadurch, dass man seine eigene Identität eben gerade nicht in dem abgegrenzten Ich empfindet und erfährt, sondern diese Identität in der Einheit, sagen wir es ganz allgemein, mit dem Göttlichen erfährt. Und das ist schon etwas anderes. Aber ich muss Ihnen sagen, ich kenne viele Menschen, auch in unserer Kultur, die genau das empfinden. Und zwar meistens aufgrund eigener geistiger tiefer Erfahrungen. Denn wenn die Meditationsbewegung, hinduistisch, buddhistischer, christlich, mystischer Art, gibt viele Formen, bei uns etwas gebracht hat, dann auch dies, dass Menschen angeregt werden, auf ihre anderen, nicht ganz gewöhnlichen Bewusstseinszustände zu achten. Und die treten ja auch oft spontan auf. Viele Menschen, mir wird das ständig berichtet, entweder in Briefen oder direkt,
haben Erfahrungen dieser Art der Einheit mit dem Göttlichen, der Einheit jenseits des leidvollen Lebens, was sie empfinden, oder auch des lustvollen Lebens, was sie empfinden, aber jedenfalls eine Einheit, Erfahrungen, die dann schnell wieder vergehen und Erfahrungen, die ja auch bei uns nicht gerade täglich ausposaunt werden, sondern eher kulturell marginalisiert sind, die sie aber haben und die dann in so einer Richtung sich eine Ewigkeitsvorstellung oder jedenfalls spirituelle Zielvorstellung machen, die schon in diese Richtung geht, wie ich sie eben als drittes Modell beschrieben habe. Ein irdisches Leben könnte dann genügen. Ein irdisches Leben genügt immer, wenn es wirklich voll ausgefüllt ist. Und das ist ja auch, wenn man so will, ein bisschen die Gefahr oder die Ambivalenz von Reinkarnationsvorstellungen. Schauen Sie, bedeutende Philosophen oder Dichter von Augustinus über mittelalterliche Ars Moriendi-Literatur bis zu Hebbel oder Heidegger sagen, unsere Sterblichkeit ist ja die große Chance. Die große Chance, die Kostbarkeit und das Besondere dieses Lebens wirklich wahrzunehmen. Ich habe nicht unendlich Zeit. Wenn wir unendlich leben würden, würden wir alles auf morgen verschieben. Und wenn wir jeden Tag alles auf morgen verschieben, passiert nichts. Also diese Endlichkeit ist auch eine Möglichkeit, die Qualität der Zeit wirklich zu gestalten. Das heißt, ein Leben genügt, wenn es wirklich ein qualitativ großes Leben ist. Auch wenn ich von Wiedergeburt ausgehe. Die Buddhisten zum Beispiel, vor allem im Zen, der Tradition, in der ich lebe und auch lehre, diese Tradition sagt, Wiedergeburt, ja, das gehört irgendwie dazu, aber das ist nicht entscheidend. Jetzt ist der Augenblick. Dalai Lama sagt, Nirvana kommt später. Jetzt die volle Kraft des Lebens ausschöpfen und jetzt zur spirituellen Vervollkommnung kommen. Nicht? Also Wiedergeburt schafft vielleicht ein bisschen die Vorstellung, ich muss nicht alles jetzt schaffen, also der Stress, der Heilsstress wird ein bisschen genommen, aber hat auch die Gefahr, naja, ich muss dieses Leben jetzt nicht gestalten, aber ich kann und darf es gestalten und das ist ja gerade die Freude des Lebens. Eben diese Schulung der Aufmerksamkeit für den jetzigen Augenblick. Ja. Den Sie aus der Zen-Tradition jetzt genannt haben. Sie haben diese Tradition des Vedanta am Schluss erwähnt, die Wiedergeburt in dieser Tradition. Was heißt jetzt das? Würde das nicht dann dem Konzept, das wir haben von einem persönlichen Leben, also dass ich dieses Leben führe, dass ich dieses Leben gestalte, dass ich Erfahrungen machen will, widersprechen, wenn es ein absolutes ist, das sich in verschiedenen Formen inkarniert? Es kommt darauf an, ob die einzelnen Erfahrungen, die ich jetzt als meine persönlichen und meine Identität empfinde, in irgendeiner Weise aufgehoben sind im kosmischen Ganzen. Wenn das der Fall ist, dann ist, glaube ich, kein Problem, die eigene persönliche Erfahrung in ihrer Bedeutung, in ihrem Gewicht, in ihrer Einmaligkeit in das Ganze aufzuheben. Wenn das alles verschwinden würde, dann würde das sicherlich keine Rolle spielen. Und hier gibt es nun auch in der indischen Tradition, auch in den chinesisch-ostasiatischen, japanischen Traditionen, wie auch in den europäischen, beide Positionen. Also noch einmal einfach ausgedrückt, ich muss unterscheiden zwischen Ich und Person. Mein kleines Ich, was um sich selbst besorgt ist, das ist zwar oft mein Selbstgefühl, ist ja aber ein Ich, was ständig kämpft, was ich ständig selbst behaupten will. Ein bisschen narzisstisches Ich, könnte man vielleicht analytisch das beschreiben. Um das geht es nicht. Die Person, von der wir reden, ist ja gerade etwas anderes. Die Person ist ja das, was in Beziehung existiert. Person ist, wie Augustinus sagt, Relatio, ist Beziehung. Und auch das christliche Gottesbild ist ja deshalb, wie ich finde, so schön und so interessant, weil es in sich die Beziehung enthält, die Relatio. Und deshalb sprechen wir dann von den drei Personen der Trinität. Das sind nicht einfach drei Individuen, sondern Prozesse, die sich aufeinander beziehen und gerade darum gestalten. Also da tut sich kein Graben auf. Noch die Frage, was denn weitergeht, wenn wir von Wiedergeburt sprechen. Bleiben wir bei der Tradition des Vedanta. Sie schreiben hier, das Gedächtnis ist dieser Theorie zufolge also nicht im Gehirn gespeichert, darüber haben wir vorher gesprochen, sondern eine Art subtiles Feld, das für die normalerweise bekannten Äußerungsformen zwar des Gehirns bedarf, aber ohne dieses in subtiler Weise auf anderen Ebenen der Wirklichkeit überdauern und auch wirken kann. Genau. Schauen Sie, also das subtiles Feld, würden subtiles Sie das Feld. Formulieren, Schauen, das was muss ich jetzt erörtern, denn das ist sozusagen der Angelpunkt
meiner ganzen Argumentation in diesem Buch und auch der Angelpunkt des Gespräches mit den Naturwissenschaften heute. Und der Angelpunkt dann des Brückenschlags mit dem Christentum. Richtig, oder? Zwischen ostasiatischen Kulturen und Christentum. Wir gehen normalerweise in unserer westlichen Tradition von einem Dualismus aus, Materie und Geist. Und nun sagt uns die Hirnforschung, alle geistigen Zustände haben ein materielles Substrat und wenn dies nicht da ist, dann ist auch der geistige Zustand nicht da. Das kann man an klinischen Studien sehen. Also ist alles nur Materie und nur materiell. Und dann erschrecken einige und sagen, wie kann das sein? Das hängt aber an der Art der Interpretation, nicht an der, an den Ergebnissen, sondern wie ich sie interpretiere. Ein nicht-dualistisches Weltbild, und das ist das, was vor allem den hinduistischen und auch buddhistischen Traditionen zugrunde liegt oder dort ausgedrückt wird, spricht nicht von Materie und Geist als Gegensätzen oder auch Welt und Gott als Gegensätzen, sondern beide, Welt und Gott bzw. Materie und Geist, sind verschiedene Grade von, sagen wir jetzt, Subtilität ein und derselben Wirklichkeit. Und ich gebrauche gern das Bild, so wie Wasser und Eis dasselbe sind in verschiedenen Zuständen, so sind Materie und Geist dasselbe, aber jeweils in verschiedenen Zuständen. Und der eine Zustand ist grobstofflich, deshalb, weil er eben räumliche und zeitliche Einengungen und Definitionen, also Abgrenzungen, Begrenzungen bedeutet. Der andere Zustand ist anders, ist freier, ist unabhängiger von raumzeitlichen eingrenzenden Kategorien. Dieses subtile Feld wäre jetzt etwas, das eben in verschiedenen Formen auftreten kann. In ganz verschiedenen Formen. Eis oder geschmolzen. Und Wasser kann auch noch verdampfen und es gibt wahrscheinlich, ich weiß nicht ob unendlich, aber jedenfalls eine ungeheure große Menge von Zuständen dieses einen. Nicht einfach Zuständen der Materie, sondern Materie sind bestimmte Zustandsformen dieser, sagen wir, Energie, dieses subtilen Feldes, und geistige Prozesse sind ein anderer Zustandsform. Und wenn Sie das so interpretieren, dann ist die Einheit von Geistigem, was wir als Geistiges bezeichnen, und Materiellem, dem, was wir als Materielles bezeichnen, von vornherein gedacht. Und ich habe nicht dieses Problem, dass ich nur sagen muss, es ist nur das oder nur das. Es ist beides, aber in verschiedenen Zuständen. Diese Erkenntnis erschließt sie aber nicht allein bei der Beobachtung des Gehirns, sondern eben in Zuständen wie der Meditation. Richtig. Schauen Sie, das ist ja nun, und das versuche ich zu argumentieren, warum meinen wir eigentlich, dass nur unsere Wahrnehmungen und Wahrnehmungsverarbeitungen, also unser Denken, in unserem normalen Wachzustand, in dem wir jetzt sind, gültige Erkenntnis liefern? Wir haben viele Bewusstseinszustände und sagen wir ruhig, die Evolution hat die hervorgebracht, doch nicht um einen Zustand als den alleingültigen zu beschreiben und die anderen sozusagen als Abfall der Produkte der Evolution, sondern die anderen geben uns auch Erkenntnisse über das Universum. Dazu gehören Bewusstseinszustände, wie wir sie in Meditation erleben. Und da gibt es sehr viele Stadien, zum Teil spontan, zum Teil eben durch bewusste Übung trainiert. Und genau das ist es ja, dass wir in der Meditation Potenziale unseres Geistes, Potenziale des Gehirns, wenn man es in materiellen Kategorien ausdrückt, erschließen durch Übung, durch Wiederholung, die wir normalerweise überhaupt nicht gebrauchen. Und ich meine nun, und ich glaube, das ist ein plausibles Argument, dass die Erkenntnisse, die wir in diesen Zuständen gewinnen, genauso gültig sind. Sie sind schwerer kommunizierbar und sie sind in unserer Sprache schon noch schwerer kodierbar, aber genauso gültig sind wie andere Zustände auch. Sie sind eben, und das ist eben das Faszinierende, nicht so leicht objektivierbar. Sie sind ja auch ein musikaffiner Mensch. Könnte es sein, dass die Musik auch solche Zwischenfelder auftut? Auf jeden Fall. Jede Form der Kunst, schauen Sie, und das ist ja mein Lieblingsthema. Und ich schreibe darüber auch. Das, was die europäische Kultur nun Großartiges beigesteuert hat, auch zum Thema Sterben und Tod und die Ritualisierung desselben, ist die Tradition des Requiems. Und gerade der Requiem-Tondichtungen in der Musik. Warum? Erstens wird von Anfang an in der griechischen Kultur seit Pythagoras die Musik, die Mathematik, die Geometrie mit der Vorstellung eines geordneten Kosmos, einer Welt verbunden. Mhm. Und deshalb nennt man das Kosmos. Kosmos heißt Schönheit, heißt Schmuck, wörtlich übersetzt. Das heißt, die Welt ist kein Chaos, sondern sie ist geordnet nach geometrischen Prinzipien. Hörbar wird das in der Musik.
Und nach griechischer Vorstellung, nach dem griechischen apollinischen Mythos, ist der Ursprung der Musik die Klage. Die Klage um Linos, wie die Dichtung auch bis hin zu Rilke das beschreibt. Aber diese Klage vereinigt, und das kann eigentlich so nur die Musik, und das hören Sie im Mozart-Requiem, im Brahms-Requiem, ich beschreibe das ja im Detail, beides, die Gegensätze der menschlichen Erfahrung vereinen. Die Trauer und die Freude, die Begrenztheit und das Glück. Warum kann das die Musik? Weil ein Ton in einer Melodie ganz und gar er selbst ist, aber das, was er ist, abhängig ist von dem Ton, der vorher ist und von dem, der folgt. Das heißt, die Melodie, die sich über die Zeit erstreckt, beeinflusst oder, sagen wir, definiert erst das, was ein einzelnes Ereignis ist. Und verrückterweise nicht nur der vergangene Ton, sondern auch der zukünftige, der erwartete Ton. Das heißt, in der musikalischen Melodie ist einerseits natürlich die Zeit ganz und gar gegeben, denn Musik entfaltet sich in der Zeit. Andererseits aber kollabiert die Zeit, indem die Ganzheit, die hinter der Melodie steckt, und bei der polyphonen Musik ist das noch deutlicher, ist die Ganzheit der Zeit in dem einzelnen Zeitmoment der Musik schon enthalten. Deshalb also, ist die Musik so eine großartige Kunst, die genau das, was wir besprechen, sinnlich erfahrbar macht. Da blühen Sie nochmal richtig auf. Wir müssen diese beiden Stränge jetzt noch zusammenführen natürlich. Also wir haben über ewiges Leben gesprochen, wir haben über Wiedergeburt gesprochen. Jetzt von außen würden wir sagen, ja, das sind zwei Konzepte, die sich eigentlich völlig widersprechen. Also das ewige Leben ist ein irdisches Leben, dann kommt ewiges Leben. Reinkarnation, Wiedergeburt wird heißen, es gibt mehrere Leben auf der Erde oder in anderen Welten, aber sagen wir mal auf der Erde. Schauen Sie, ich sage nicht, so ist es oder so ist es, sondern ich versuche zu sagen, was folgt für das Menschenbild, für das Bild der Welt, das Weltbild, das Gottesbild, wenn ich diese Vorstellung ausdenke und diese Vorstellung ausdenke. Wie es wirklich letztlich ist, kann, glaube ich, keiner von uns sagen. Das werden wir dann sehen und wahrscheinlich ist es dann nochmal anders. Und wahrscheinlich ist es nochmal anders. Ja, genau. Aber es ist ja so, dass auch die christliche Tradition nicht ganz verzichtet hat auf die Vorstellung, es muss nach dem Tod noch irgendetwas geben. Nur sie hat dieses noch irgendetwas, nämlich einen Bereich, eine Zustandsveränderung, sagen wir einen Reifungsprozess nach dem Tode, in eine entmaterialisierte oder halb entmaterialisierte Welt gelegt. Und die christliche mittelalterliche Tradition hat dies das Fegfeuer genannt. Das Fegfeuer, was dann von dem Protestantismus aus Gründen auch gerade der Religionspolitik abgelehnt wurde, weil man damit natürlich Missbrauch machen kann, erfüllt aber eine ganz wichtige Funktion, nämlich die, die wir ganz am Anfang dieses Gesprächs erwähnten, dass es einen Ausgleich geben muss. Mhm. Das Fegfeuer ist ein Läuterungsprozess. Das Fegfeuer ist ja nicht das Schreckliche oder das Böse, die Verdammnis, im Gegenteil. Das Fegfeuer ist, die Idee ist, dass es einen Läuterungsprozess, einen Reifungsprozess des Menschen geben kann, der offensichtlich bei den meisten von uns mit dem Tode noch nicht abgeschlossen ist. Ich darf das schon transparent machen. Ich habe ja meine Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben und einen Brückenschlag vorgeschlagen eben zwischen der Sicht der christlichen Eschatologie, also der Lehre des Todes und was dann danach kommt, und der Reinkarnation andererseits hier bei uns im Westen. Ja. Und habe in Anlehnung an einen Vorschlag von Karl Rahner, dem großen katholischen Theologen, versucht, dieses Konzept auszuweiten, dass eben die Läuterung, wie Sie es jetzt erklärt haben, Fegfeuer, die engste Brücke sein könnte zwischen den beiden Konzepten. Und es ist grundsätzlich, theologisch gesehen jedenfalls, weltanschaulich schon, aber nicht in der inhaltlichen Bestimmung des Verhältnisses von Gott und Mensch, grundsätzlich kein Unterschied, ob diese Läuterung jetzt in einem, sagen wir, Zwischenbereich, Fegfeuer, stattfindet oder wieder in Verbindung mit materiellen Prozessen, also im Sinne einer Reinkarnation gedacht. Für mich ist die zweite Lösung deshalb plausibler, weil, wie ich vorhin gesagt hatte, dieser Dualismus von materiellem und geistigem gar nicht existiert, sondern weil für mich alle Prozesse der Welt subtile Energieentwicklungen sind, die einerseits den Zustand von Materialität ausdrücken, andererseits aber diese Zustände geistiger Art enthalten. Eben, um es nochmal deutlich zu machen, ich bin natürlich hellhörig geworden, wenn ich das so beschreibe, dass es ein irdisches Leben gibt in der christlichen Sicht und dann ein ewiges Leben, dass es so
etwas wie eben in der ursprünglichen Formulierung Fegfeuer, modern gesagt, Läuterung gibt, dass man also sagen kann, die eine irdische Existenz ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Es gibt danach noch eine wie auch immer gedachte Entwicklung. Da habe ich diese Brücke gesehen. Sie würden jetzt aber wohl noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir nochmal jetzt uns dieses Konzept des subtilen Feldes in Erinnerung rufen, also eine Sicht des Menschen, die eben nicht dualistisch ist, nicht unterscheidet zwischen Körper, Leib, Seele, dann würden Sie da das Konzept sehen, das einerseits ewiges Leben, andererseits Wiedergeburt verbinden könnte. Genau. Und ich nenne das kontinuierliche Manifestation, nicht wahr? Aber es beruht noch einmal, damit die Zuschauer das genau einordnen können, es beruht auf der in vielen, ich will nicht sagen allen Religionen, aber in vielen Religionen vorherrschenden, ich sage Erfahrung, dass der Mensch das, als was er eigentlich gemeint ist, in seinem jetzigen Leben eigentlich noch gar nicht verwirklicht. Christentum nennt es, der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes, die Imago Dei. Ja, schauen Sie sich doch mal unser Leben an. Ist das wirklich alles Bild Gottes? Kommen wir hier wirklich zu einer Vollendung? Buddhisten nennen das die Buddha-Natur des Menschen. Natürlich ein verschiedenes Konzept, nicht identisch mit dem. Aber es ist die Vorstellung, im Menschen schlummern Potenziale, sind Potenziale angelegt, die die meisten von uns überhaupt noch nicht verwirklicht haben, die aber da sind und die, das ist unsere Bestimmung, ausgedrückt werden müssen. Hinduismus nennt es den Atman in uns entdecken. Wieder ein verschiedenes Konzept. Aber allen ist gemeinsam, der Mensch ist noch nicht das, als was er eigentlich gemeint ist, sagen wir, von Gott oder der Evolution. Das ist egal, er ist es nicht. Aber man kann eben, und das ist der Punkt, und diese Erfahrung machen einfach viele Menschen, die Dimension dieses Besonderen, dieses göttlichen Geistes in uns erfahren. Und je mehr man sich Übungen unterzieht, die die Mystiker die Kontemplation genannt haben, Gebetspraxis wirklich nicht nur mal am Sonntag, sondern als tägliche Lebensübung oder Meditationspraxis als tägliche Lebensübung, dann kommt man an diese Potenziale heran und die Menschen spüren, da ist in mir noch etwas ganz anderes, etwas Wunderbares, etwas Mysteriöses, was ausgedrückt werden will und was einfach in dieser einen Lebensspanne sich nicht realisiert. Sie haben jetzt nochmal schön formuliert, aus welcher Erfahrung heraus Sie zu diesem Brückenschlag, sage ich jetzt mal, kommen. Wir müssen aber natürlich sagen, dass wir da singulär in der Landschaft stehen. Das heißt, dass die Mehrzahl der Theologinnen und Theologen davon ausgehen, dass sich diese beiden Vorstellungen diametral entgegenstehen, dass sie sich widersprechen. Ist es nicht so, dass wir bestimmte Menschenbilder auf beiden Seiten des ewigen Lebens und der Wiedergeburt wählen, die miteinander so eng ins Gespräch kommen können? Wenn ich sie anders wähle, würden sie sich widersprechen, die Konzepte. Schauen Sie, die Menschenbilder verändern sich ja. Und zwar nicht nur transkulturell, sondern auch innerhalb einer kulturellen Tradition. Während wir in der frühen Kirche, und ich beschreibe das ja auch an den Riten, den Sterbe- und Bestattungsriten, die Hoffnung auf die Auferstehung im Zentrum auch des christlichen Lebensbildes haben, kommt im Mittelalter diese Vorstellung von der Verdammnis, von der Sünde in den Vordergrund. Heute in der Neuzeit nach der Aufklärung haben wir eher wieder ein positiveres Menschenbild. Es wird von der Liebe Gottes, der allumfassenden Liebe Gottes aufgrund der Gnade gesprochen. Das verändert sich also. Und wir treten ja jetzt doch in einen Abschnitt der Menschheitsgeschichte ein, in der die verschiedenen Kulturen sich ineinander übersetzen. Es gibt nicht nur die ökonomische Globalisierung, sondern natürlich auch die kulturelle. Wir lernen die anderen kennen, wir übersetzen ineinander. Das ist ein Prozess, der wohl Jahrhunderte dauern wird, aber der die bisherige Menschheitsgeschichte der Erfahrung nebeneinander existierender Kulturen grundsätzlich in Frage stellen wird. Man wirft mir gelegentlich Synkretismus vor. Vermischung. Das ist Vermischung von Traditionen. Ja nun, das ist etwas, was sich automatisch vollzieht und ich versuche das zu reflektieren, was sich vollzieht und versuche durch kontrollierte Übersetzung zu zeigen, was passiert, wenn ich dieses eine Konzept mit dem anderen in Zusammenhang bringe, wenn ich die eine Lebenspraxis mit der anderen in Zusammenhang bringe. Das sind Prozesse, die unsere gegenwärtigen Religionen, Kulturen, Weltbilder grundsätzlich verändern werden und ich sehe darin eine ungeheure Chance für die Menschheit, neue Erfahrungen zu machen, tiefere Erfahrungen zu machen, um damit die eigenen Potenziale fruchtbar zu machen und diese Fruchtbarmachung ist
notwendig, damit wir die Aufgaben der Zukunft bestehen, individuell wie gesellschaftlich. So dürfen wir schließen. Ganz herzlichen Dank, Michael von Brück, für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch, Herr Bischofberger.